Das war sicher der Moment des FCA. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es seit 1907 einen besseren gab. Augsburg ist erstklassig. Das war mit Sicherheit die großartigste Minute, die es im Leben eines FCA-Fans jemals gegeben hat. Nichts war schöner, nichts war wichtiger. Jedes Jahr Bundesliga ist für die Region ein unglaublicher Wert. Also wenn uns einer das erzählt hätte, dass wir erstmal in die zweite Liga gehen, dass wir dann viele Jahre in der ersten Liga bleiben, dass wir sogar mal Europapokal spielen, ja, also hätten sie sicher in eine geschlossene Anstalt eingewiesen werden können. Und auf einmal ist ja klar, ist es ein ganz anderes Medieninteresse. Du bist bundesweit im Fernsehen, du bist jedes Mal in der Sportschau mit dabei. Diese Bedeutung ist immens. Und die wird gestärkt mit allem, was hier jeden Tag von einer ganz kleinen Gruppe an Mitarbeitern eben bewegt wird, um es möglich zu machen, dass die Stadt weiterhin durch einen Bundesligisten sehr überregional vertreten wird. Wenn heute Fans sagen, wir spielen jetzt dauernd gegen den Abstieg und es geht nichts voran, außer dieser Ausreise mit der Euroleague, den würde ich sagen, fahrt nach München zu Bayern München. Da könnt ihr sicher sein, seid ihr immer vorne dabei. Wenn man 2015, 2016 in der Europa League gespielt hat, tolle Auswärtsfahrten gemacht hat, an der Anfield Road hat spielen dürfen. Ja, wollen darf man das. Wir müssen trotzdem schon realistisch bleiben und sehen, dass wir erstmal unsere Ziele erreichen. Und die Ziele heißen immer, dass ein paar hinter uns sind. Das heißt nicht, dass wir es nicht besser machen können, als wir es in der letzten Saison gemacht haben. Das erste Ziel muss immer sein, die Klasse zu halten. Die echten Fans wissen ja sehr genau, woher der Verein kommt. Und es ist ja keine Garantie, wenn man 10 Jahre oder 11 Jahre in der Bundesliga war, dass man dann auf einmal weiter oben mitspielt. Der FCA ist noch nie abgestiegen aus der Bundesliga. Auch das können nicht viele Vereine sagen. Deswegen kann ich nur zurufen, genießt jedes Spiel in der Bundesliga, seid mit dem zufrieden. Der FCA-Fan ist nicht mehr so leidensfähig, wie er mal war. Zu früheren Zeiten im Rosenau-Stadion, da war der FCA-Fan extrem leidensfähig, da war der FCA-Fan auch extrem emotional in mancherlei Hinsicht. Bei mir war es also lange so, dass ich als Fan natürlich, wenn wir mit unseren Schals mit der Straßenbahn ins Rosenau-Stadion gefahren bin, dass man entweder gefragt worden ist, heute spielt im Sommer der IV oder wie, was ist da los, was macht ihr? Dann haben wir immer gesagt, ja, hier gibt es einen Fußballverein, der zwar nicht sehr hochklassig, aber Fußball spielt. Und natürlich, die Leute haben uns ausgelacht. Das ging aber auch tatsächlich, muss man sagen, bis weit in die Drittliga-Zeiten hinein. Ursprünglich getroffene Vereinbarungen zwischen Verein und dem Hauptsponsor der Informatik AG seien nicht eingehalten worden. Eine vom DFB geforderte 3-Millionen-Bürgschaft wurde von Informatik-Vorstandsvorsitzenden Harlos in letzter Sekunde abgelehnt. Irgendwann war Pressekonferenz unten in Gersthofen bei Informatik, als sie dann bekannt gegeben haben, sie steigen aus. Das hat also dann, war also ein Riesenschlag von FCA natürlich, und da haben dann einige Leute geweint. Das Regionalliga-Aus für den FCA. Einem Gnadengesuch seitens des Vereins wird wenig Chancen eingeräumt. Da habe ich schon gedacht, als das zum ersten Mal in der Presse so hochkam, dass es jetzt zu Ende sein könnte. Und dann war klar, da war nichts mehr zu retten. Das war so die schwärzeste Stunde. Da habe ich gemeint, okay, jetzt FCA dann zwangsversetzt in die Bayernliga. Das war es dann mit dem Spitzenfußball in Augsburg. Aber wie sich dann herausgestellt hat, alles Negative hat auch was Positives. Es war eigentlich der Beginn dann dieser Ära, die wir jetzt haben. Man hat ja dann versucht, den Herrn Seinsch für sich zu gewinnen. Es hat zwar etwas gedauert, man war dann schon viertklassig. Aber wie gesagt, es war eigentlich die Geburtsstunde des großen FCAs, wie wir ihn heute kennen. Der FCA hatte Schulden. Das war das Hauptproblem. Es war klar, wir wollten aufsteigen, wir wollten nach oben, und da muss man in die Mannschaft investieren. Alle anderen Kosten mussten gekappt werden, möglichst. Fast alle.
Ja, und so ist das dann vorangegangen, Stück für Stück. Ja gut, dann haben wir Bayernliga gespielt, aber man macht's Beste draus. Also ich kann mich wirklich auch an Spiele erinnern, wie gegen Schwaben. Augsburg hat man ja gespielt damals, das war dann das Derby. Da ist man dann auswärts ins Ernst-Lehner-Stadion gefahren, das heißt irgendwie 3 Stationen mit der Straßenbahn, das war dann die Auswärtsfahrt. Wir haben auf dem Dach gesessen des Rosenau-Stadions, haben von oben die Spiele kommentiert. Ich kenne ja die Zeiten, wo die Mannschaft unten in der Donauwörther Straße im Kessel trainiert hat. Die Umkleidekabine draußen, das Eisbecken war draußen im Freien gestanden. Man hat eine kleine Sauna gehabt. Das ist heute unvorstellbar. Und wenn es damals nur Bayernliga oder Regionalliga war, da standen am Ende dann vielleicht eine Hantelbank und noch ein Rückenstrecker. Ich glaube, 3 Geräte hatten wir da. Also jeder von den handgestoppten 500 Leuten, die damals dabei waren im Dezember gegen den ersten SC Feucht, vor 500 Zuschauern bei minus 12 Grad, die wissen das noch. Das Spiel war nix, Stimmung war nix. Die 500 Leute, die da waren, hatten ja alle irgendwie Ehrenkarten. Keiner hat für den FCA damals bezahlen wollen oder müssen. Ja, da waren schon viele Spiele, gerade im Winter, auch in der Regionalliga Süd, wo erschreckend wenig Leute da waren. Ja, ganz wenig ist übertrieben, gar keine. Also das waren ja teilweise, würde ich mal sagen, bei Auswärtsspielen so 20. Also ich war ja auch nicht bei jedem Auswärtsspiel, aber sicher bei vielen. Vierte Liga waren ja Gott sei Dank nur 2 Jahre. Also traurig. Also ich meine, hat man da gegen Vereine gespielt, deren Namen kannte man vorher gar nicht. Aber ich habe dann ein halbes Jahr immer nur dann so viel Geld zusammengebracht, dass wir eine neue Mannschaft für den Litere aufstellen haben können. Das war so ein innerlicher Antrieb, dass da viele Leute gesagt haben, was mache ich das, die sind da hinpleite. Und ich habe das mit Herzblut gemacht. Und wir haben trotzdem 4 Reihen Banden gehabt. Es waren deutlich mehr Meter Bandenwerbung im Stadion gestanden, als Zuschauer vor Ort waren leider in dieser Zeit. Ich kann mich dann sogar noch erinnern, als sensationell Armin Fee damals losgeeist werden konnte von Hansa Rostock. Der hat also tatsächlich den Job als Bundesliga-Trainer aufgegeben, um in seine Heimat zurückzukehren, in die dritte Liga, in die Regionalliga Süd. Und als ich den dann durch unsere Geschäftsstelle geführt habe und auch durch unsere von uns schon aufgepimpte Trainer- und Mannschaftskabinen, ist er ganz blass geworden und hat gesagt, mein Gott, das ist ja noch schlimmer, als ich es in Erinnerung hatte von früher. An der Stadiongaststätte rechts entlang war der FCA-Fan-Corner, das war ein Holzverschlag. Es hätte den Winden, die zuletzt gewütet haben, nicht standgehalten. Es war aber auch egal, weil man hat es nie aufgemacht. Es gab keine Fanartikel. Wir wollten jeden Cent oder damals jeden Pfennig in die Mannschaft investieren, weil die würde uns dann eines Tages Geld verdienen und dann könnten wir auch mehr Kosten haben. Ne? Deswegen war das für mich nicht so, dass ich mir denke, na, das ist nur eine Spinnerei, sondern ja, wir haben das ja auch vor allem an dem Spielermaterial gesehen, was hier verpflichtet wurde, welche Pläne es sein schad. Der Reiz, hier an Bord zu gehen, war auch begründet in der Person Walter Seinsch. Das muss man auch mal deutlich sagen, dass der für mich der Vater des Erfolges war und ist. Und Rettig war ja damals, wenn ich mich recht erinnere, in Köln freiwillig abgetreten. Das verfolgt man natürlich. Und dann gab es noch eine Empfehlung von irgendjemand. Ja, und dann habe ich den Typ angerufen. Das war mit einer der, glaube ich, brillantesten Schachzüge von Walter Seinsch, die er damals gehabt hat, in der frühen Phase jemanden zu holen, hierher zu setzen und zu sagen in Augsburg, du mach mal. Ich finde, es hat von Anfang an gepasst. Seriöser Mann und hat auch Ahnung von Fußball. Nicht so viel wie ich, der Präsident, aber fast so viel. Als ich 2006 vom 1. FC Köln zum FCA gewechselt bin, war das in der Tat ein Kulturschock. Das fängt bei den Rahmenbedingungen an. Mein früher Arbeitsplatz war im WM-Stadion in Köln mit den entsprechenden modernen Büroräumlichkeiten. Und die Büroräumlichkeiten, die ich beim FCA vorgefunden habe, waren ja oberhalb der Vereinsgaststätte. Man hat von unten schon immer gesehen, dass das jetzt nicht High-End-Technik ist, die da oben drin steht, aber es war schon wirklich eine zerrüttete Bude ohne jegliche technische Voraussetzungen. Es war gelinde gesagt tatsächlich eine Katastrophe. Und die Geschäftsstelle war völlig in Ordnung. Sie hat ja auch ausgereicht für die damaligen Verhältnisse. Andreas Rettig konnte damit eigentlich ziemlich professionell umgehen. Der hat das so hingenommen, wie es war und hat, glaube ich, dann schon irgendwie in seiner Denkblase gehabt, wie es dann irgendwann aussehen soll. Sein Leitspruch war immer,
Sparen ist sinnvoll investieren. Wir wollten den Spieler Momo Diabang verpflichten und waren eigentlich ausgereizt vom Etat. Dann habe ich Herrn Zeinsch gebeten, ob er denn möglicherweise einen Vorgriff auf Dinge tun kann und uns unterstützen kann. Das hat er dann auch innerhalb kürzester Zeit hier bewerkstelligt. Und als ich dann gesagt habe, ja, aber wir haben in der ganzen Geschäftsstelle, würde ich gerne mit Ihnen jetzt einen Kaffee trinken und dann können wir vielleicht darüber noch plaudern. Und dann hat er mich ganz versteinert angeschaut und gesagt, Rettich, wenn Sie Kaffee trinken wollen, dann kaufen Sie sich privat eine Kaffeemaschine. Man hat dann gemerkt, es entwickelt sich was, als Walter Seinsch kam. Und er war ja oder ist immer noch ein Visionär und hat uns von damals schon gesagt, hört zu, wir bauen da irgendwann mal ein Stadion und wir werden mal Erste Liga spielen und ohne Stadion spielen wir nicht Erste Liga. Das war immer sehr aussagend. Alle haben gesagt, ja klar, Walter, das wird schon klappen so, wenn du das glaubst. Aber hat natürlich wirklich die wenigsten daran geglaubt, aber es hat funktioniert. 60 Millionen kostet die neue Arena, die ab dem Jahr 2008 zunächst 32.000 Zuschauern Platz bieten soll. Ich musste dann schmunzeln, wie gesagt, weil er mir die Pläne bei sich zu Hause gezeigt hat vom Stadion. Und da stand irgendwie diametral der Geschäftsstelle und den Räumlichkeiten des täglichen Arbeitens gegenüber. Die Leute haben gesagt, wen haben die denn da rausgeholt? Der kann nicht ganz dicht sein, wenn der vom neuen Stadion spricht in dieser Situation. Das war klar, war aber nicht schlimm, das ist okay. Die Reaktion ist ja nachvollziehbar. Ich weiß noch, wie das Modell hier stand. Da konnte man sich schon ungefähr vorstellen, wie das hier so wird. Und man konnte sich das anschauen und denken, ja, boah, das wird mal ein Fußballstadion. In 15 Jahren ist ja wahnsinnig viel passiert. Und wenn man so zurückdenkt, ein Highlight, das hat gar nichts mal mit Sport zu tun, in dem Sinn, mit Spielen, war dann schon so im Nachhinein, weil sie beide nicht mehr leben, bei der Eröffnungsfeier 2009, als Helmut Haller und Ulrich Biesinger ein Stück Rosenau-Stadionrasen hier in die WWK-Arena eingepflanzt haben. Seinsch sagte, und da hat er auch recht, wenn irgendwo erstligataugliches Stadion steht, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis er dort Erstliga-Fußball gespielt wird. Und im Nachhinein, es war so. Wie das Stadion dann fertig war und alles, habe ich mir manchmal gedacht, ich glaube, ich träume und irgendwann wache ich auf. Und dann sitzen wir wieder in der Donauwörterstraße. Was war das für ein Gefühl? Ich kann es nicht beschreiben, das ist doch klar. Ne? Das war jahrelange Arbeit, viele Widerstände überwunden, viel Ärger, viel Streit, viel Frustration. Aber das war dann alles vorbei. Ohne Walter Seinsch wäre alles nicht zustande gekommen. Ich habe dazu beigetragen, aber ich habe viel mehr zurückbekommen. Ich habe so viele tolle Menschen kennengelernt. Ich habe auch in diesen Jahren, wo ich hier war, so viel Freude gehabt. Ich habe viel mehr zurückbekommen als umgekehrt. Das hat mein Leben sehr bereichert. Mein emotionalstes Highlight war tatsächlich das Spiel 2005 gegen Regensburg, als wir mit einem Sieg am letzten Spieltag vor 30.000 Zuschauern im Rosenau-Stadion in die zweite Liga hätten aufsteigen können. Erstmals seit 25 oder 24 Jahren wieder. Das haben wir nicht geschafft. Es gab Chancen für drei Spiele, aber es sollte einfach nicht sein. Und dann war natürlich schon in Trier, wo wir mit 53 Menschen waren, bei einem Nachholspiel und da dann eben den Aufstieg tatsächlich unter der Woche in Trier klargemacht haben. Das war unbeschreiblich, weil da haben sich Szenen abgespielt, weil alle Leute, die dabei waren, waren emotional von der ersten Sekunde eben mit da. Der FC Augsburg ist nach 23 Jahren Abstinenz wieder im Profigeschäft. Einer der ersten emotionalen Höhepunkte in den letzten 15 Jahren war natürlich der Aufstieg von der Regionalliga in die zweite Bundesliga. Das erste Spiel in der Allianz Arena gegen 1860 München, das wir mit 3:0 gewonnen haben vor ausverkauftem Haus, steht auf, wenn ihr aus Augsburg seid. Dann sind in dem Stadion von knapp 70.000 Leuten sind 48.000 aufgestanden. Bis München gemerkt hat, dass das Spiel stattfindet, haben die Augsburger schon gehabt, einen Kauf gehabt, war genial. Muss ich ganz ehrlich sagen, also auch wenn ich jetzt noch drüber rede, dann habe ich eine Gänsehaut. Also das war
bin ich ehrlich, das war einer meiner bittersten Momente dann so in den 3 Jahren bei 60. Ging eine Laola-Welle durch die Allianz Arena. Das, so als Spieler von 1860 konnte man sich das nicht wirklich vorstellen, was hier gerade passiert. Aber ja, gefühlt ganz Augsburg und die Umgebung sind drüber gefahren. Ich bin zu 60 gegangen und dann kriegst du so eine Klatsche in deinem Heimstadion. Das könnte was werden. Ich ging dann auch runter zur Pressekonferenz und da hat dann einer zum anderen gesagt, jetzt müssen die scheiß Schwaben bei uns auch schon gewinnen. Also. Der Aufstieg Bundesliga, das war das Größte, kann man sagen. Wer dabei war, der vergisst das nie im Leben. Ja, dann gibt es irgendwie die 20. oder 21. Ecke und auf einmal geht der Michael Turk da raus und schiebt alle weg, die vorher die Ecken geschossen haben, und gesagt, ich mach das jetzt. So, und dann Torwartfehler, dann stand da Stefan Hein und schiebt den Ball ins Tor. Also all die Leute, die um mich rumgestanden sind, die haben gesagt, die haben mich irgendwie 30 Sekunden nicht bewegen können. Ich meine, ich war wie gelähmt und habe an all das zurückdenken müssen, was dann die Jahre vorher in Augsburg war. Was für Demütigungen dann auch dabei waren, also das muss man sich auch mal vorstellen. Also gerade die Eishockeyspieler haben ja schon mal auf die Fußballer herabgeschaut in Augsburg. Und also in der Sekunde ist dann alles abgefallen und diese Sequenz, die es auf YouTube ja immer nur gibt, wie dann der Andreas Rettig auf diese Spielertraube an der Eckfahne zuläuft, wirklich mit größter körperlicher Erschöpfung und verschwitztem T-Shirt. Also die kann man nicht oft genug angucken und jeder, der dabei war, wird das nie vergessen, wie er weiter sein Stand auf den Platz gegangen ist und die Fankurve geklettert ist. Also das war sicher der Moment des FCA. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es seit 1907 einen besseren gab. Haben wir übertragen damals live im BR-Fernsehen. Da mussten wir auf jeden Fall die Sendung verlängern, weil es so lange gedauert hat, so viele Interviews, so gute Stimmung war. Und so haben wir gedacht, ob ich das jetzt alles träume. Jetzt träume ich das Zuschauer, neues Stadion und FCA in der Bundesliga. Und das ist jetzt wieder 10 Jahre, also vergeht die Zeit. Gell? Das ist ein Wahnsinn. Die beiden Siege gegen Bayern, die ich auch live miterleben durfte. Das Tor hier von Sascha Mölders gegen die Bayern. Das ist kein Abseits bei Mölders, der hat Zeit und der macht es! Mölders schießt Augsburg in Führung gegen die Bayern. Das Spiel in Gladbach, ich war da dabei, als wir 0-1 hinten waren und dann machen die drei Tore noch und gewinnen und dann bist du fest für Europa qualifiziert. Heubjerg, der ist nicht schlecht, der kommt gut und er ist drin! Traumtor von Pierre-Emile Heubjerg! Nächste Flanke in die Mitte, Kopfball und Tor! Für den FC Augsburg. Nochmal die Möglichkeit für den FCA. Mölders mit der Chance und dem Tor zum 3:1. Augsburg spielt nächstes Jahr sicher in der Europa League. Du hast auf die Anzeigentafel geschaut und hast gedacht, spinne ich? Wer zwickt mir jetzt? Das kann nicht sein. Highlight war auf jeden Fall die Euroleague-Saison. Bilbao als erster Spieltag, Liverpool als Höhepunkt. Wir saßen da und haben diese Auslosung angeschaut und ich sagte nur so vor der Auslosung, sag, wenn wir Liverpool ziehen, dann fahre ich nach Liverpool. Und wenn ich laufe, und wenn ich laufe. Liverpool. Ich habe selten so eine Stimmung erlebt und selten so gut gelaunte Leute, trotz Ausscheidens, die einfach nur gefeiert haben. Jeder, der den Verein lieb gewonnen hat, egal ob das jetzt vor 5 Jahren war oder vor 30 Jahren, ist einfach wichtig für den Verein. Weil wir einfach, ich sehe das immer noch so, ein bodenständiger Familienverein sind und da gibt es kein richtig oder falsch, sondern Fan ist, der den FCA und den Verein liebt. Es gibt Familien, die hier ins Stadion kommen, zusammen. Das ist für die ein Segen.
Für die ist der Fußball das Lebenshobby. Die Fankultur hat sich in dem Bereich natürlich, was Choreo angeht, komplett professionalisiert, muss man so sagen. Dass jetzt, was mittlerweile da für Bilder hochgehalten werden und über Monate, Wochen und Monate das organisiert wird, bemalt wird, in Hallen riesige Banner gemacht werden, dass es sich dann im M-Block zusammenfügt, das ist Wahnsinn. Und wenn dann halt Tore fallen und das Stadion explodiert sozusagen, ich kann dann auch mal wieder schreien. Man sieht, die Leidenschaft ist da und wir hatten in 15 Jahren wirklich so unfassbar tolle Spiele, an die man sich halt immer wieder erinnern wird. Dann wie viele Leute identifizieren sich heute mit ihrem FCA? Man muss ja nur mal schauen auf die Autos, die Kennzeichen, die Aufkleber, die Fahnen, die in der Stadt hängen, in den Kneipen. Es war ja früher undenkbar, dass sich irgendjemand mit dem FCA identifiziert hat oder den FCA sich auf die Fahnen geschrieben hat. Ich habe 3 Kinder. Und ich sag's immer wieder, mein größter Erziehungserfolg war, dass von meinen Kindern keiner Bayern-Fan geworden ist, sondern dass die alle zum FCA gehen. Wenn man an der Donauwörther Straße vorbeifährt, dort wo früher unsere Geschäftsstelle war, was da passiert, ist Wahnsinn. Das ist der Unterbau für den FCA, der ganz wichtig sein wird, um immer mehr Spieler aus der Jugend eben in die eigene erste Mannschaft ziehen zu können. Klaus Hoffmann hat ja das damals angestoßen, hat das initiiert, ja, wo der damals noch nicht Präsident war, mit der Millionenspende, hat das Ganze ins Rollen gebracht. Jetzt stehen wieder die Kräne unten, wird das Internat gebaut, der FCA ist auch, was die ganzen Gegebenheiten angeht, ist ja auch, ich sage jetzt mal, mitführend in der Bundesliga. Das Ziel ist ganz klar definiert. Es hat auch unser Präsident vorgegeben, dass wir natürlich Nachwuchsspieler zu Profis entwickeln wollen. Ich denke schon, dass es ganz wichtig ist, dass man da ein Fundament schafft. Und es geht eben nicht von heute auf morgen. Dass da der Nachwuchs dann kommt, das hatten wir jahrzehntelang nicht. Nur ein solides Fundament und das über Jahre hinweg aufgebaut, das bringt dich weiter. Ich glaube, der FCA ist gerade für junge Spieler ein riesen Sprungbrett geworden. Also man kann es hier, das hat ja die Vergangenheit ja auch schon bewiesen, man kann es von hier zu den Großen des Fußballs auch schaffen. Also jetzt nicht das in Deutschland, sondern auch international. Ja, wenn es darum geht, Talente zu überzeugen und womit wir punkten können als FC Augsburg, dann würde ich schon sagen, dass die Durchlässigkeit in die erste Mannschaft schon ein wichtiger Punkt ist. Man sieht, das haben die ersten Jugendspieler geschafft bei uns. Und das ist das, was die Spieler und die Eltern auch überzeugt. Der FCA ist im Profifußball immer noch einer der Vereine, der mit einer ganz, ganz kleinen und engen Mannschaft innerhalb der Geschäftsstelle ein Riesending wuppt. Die Entscheidungswege sind kurz. Das geht halt hier über wenige Personen, die ja im Endeffekt das Sagen haben. Also Trainer, Weinzel, Reuter, Ströll, Hoffmann. Wenn ich jetzt Michi Ströll anschaue, seit Urzeiten beim FCA ist, der hat da als Praktikant angefangen und der weiß, wo wir eben herkommen. Und auch Stefan Reuter ist jetzt schon lange da. Und ich glaube, die wissen, wie die Stadt tickt, wie die Leute ticken und dass man nicht zu euphorisch sein muss, sondern solide wirtschaftet. Stefan Reuter ist ewig lange da. Michael Stoll, glaube ich, hat als Praktikant begonnen, schon bei Walter Sein, schon bei Andreas Rettig, was sicher auch eine harte Schule war. Die Schere klafft ja immer weiter auseinander zwischen den etwas reicheren Vereinen und den in Anführungszeichen armen Vereinen. Gerade in dieser Zeit Beständigkeit zu haben und auf einem Niveau in der Bundesliga etabliert zu sein wie der FC Augsburg, ist meines Erachtens höchst respektabel. Also oberstes Prinzip ist, wir geben nur das Geld aus, das wir einnehmen. Also das steht mal über allem. Wir brauchen eine Infrastruktur, damit wir mindestens dort bleiben, wo wir jetzt sind. Das heißt Trainingsplätze, medizinische Bereiche, Geschäftsstelle, Nachwuchsleistungszentrum, Internat, Kunstrasenplätze. Also am Ende des Tages wird es ja wahrscheinlich so viel kosten in der Summe, wie das Stadion gekostet hat. Also die Investition muss man sehen. Die muss man auch so tätigen, dass man sich trotzdem die sportlich kurzfristige Ausgangssituation nicht komplett zerschießt. Ich denke, dass diese Augsburger DNA, wirtschaftliche Vernunft gepaart mit Kontinuität, der Schlüssel ist in der Frage. Es gab noch, was den Präsidenten angeht, nur einen einzigen Wechsel in den letzten 20 Jahren. Ich finde, das hebt sich ab von vielen anderen, die aufgeregt viel Geld verbrennen.
in der Frage. Der Unterschied liegt vermutlich darin, dass wir wirklich von ganz unten kommen sind und einfach das Familiäre immer noch beibehalten haben. Und deswegen glaube ich, dass der FCA, dass das F in FCA tatsächlich schon für Familie steht. Ich bin auch überzeugt, dass die sportliche Leitung genau weiß, was jetzt zu tun ist, wie man mit dem Geld, was man hat, haushalten kann und trotzdem sich weiterbringt. Ich glaube, dass auch die Rückkehr von Markus Weinzierl ein guter Schritt war und darauf kann man aufbauen. Ich denke aber, die größte Leistung, die in all den Jahren zu Beginn, aber auch heute entstanden ist, ist das Selbstwertgefühl des Augsburgers zu steigern. Es muss immer dieser Hunger nach Bundesliga da sein. Wenn der einmal weggeht und wir ein normaler Bundesliga-Verein werden, dann haben wir nicht die Umgebungsvoraussetzung, dass wir dauerhaft da bleiben, wo wir sind. Wir sind der FC Augsburg. Die Rot-Grün-Weißen wissen, wo sie stehen. Ah ja, es gibt ja nichts Schöneres, als wenn Samstag die Uhr auf 17:20 umschlägt und auf der Anzeigetafel hat Augsburg ein Tor mehr geschossen als der Gegner. Jubeln die FCA-Spieler in der WBK-Arena.